Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich habe mal wieder was zum Basteln für euch. Ich habe noch nach einer Idee gesucht, weil ich vor Weihnachten ein bisschen krank war und ich nicht so basteln konnte, wie ich wollte. Und ich ja sowieso noch ein paar Mädels was schuldig bin. Also es ist schuldig nicht. Ich werde einfach mir eine kleine Ü-Post machen noch. So einen kleinen Umschlag. Und da habe ich gedacht, okay, es muss irgendwas Selbstgebasteltes da noch rein. Und da bin ich auf die Idee gekommen, einen Kalender zu verschenken. Aber diese Kalender, die man da so abreißen kann, wo man da so 10er Packs oder 20er Packs oder was weiß ich denn, was für Packs kaufen kann, die wollte ich nicht kaufen. Nein, das war mir zu doof. Na, weil der Versand kostet auch Geld und hast nie gesehen. Nee, ist egal. Ist ja egal. Auf jeden Fall habe ich mir eine PDF aus dem Internet ausgedruckt. Also ich habe einfach bei Google nach kostenlosen Kalenderseiten gesucht. Wirklich kostenlos. Die sind frei verfügbar für jeden. Und ich habe mir dann einfach mal in Layout ausgesucht und habe das ausgedruckt. Das ist genau eine halbe A4-Seite, was da rauskommt. Und dann muss man das nur noch zurechtschneiden. Die Farben, wenn ich mir die so anschaue, erinnern mich sehr stark an Stampin' Up, muss ich ganz ehrlich sagen. Also irgendwie hier Sommerbeere, Meeresgrün, Limette, also wirklich, Calypso. Also wisst ihr, das Blau kann ich gerade nicht zuordnen. So ein leuchtend Blau haben wir gerade nicht, aber also so, weiß ich nicht, so Flamingo-Rot, Babyblau, ne, das kann ich auch gerade nicht zuordnen. Das ist vermutlich Savanne oder so. Und hier Wildleder, keine Ahnung. Hier Bermuda-Blau. Ist ja auch egal, auf jeden Fall habe ich mir die zurechtgeschnitten, so dass es einigermaßen schön aussieht, also mit gleichmäßigen Rändern. Das ist mit der Guillotine manchmal nicht so einfach. Und ja, auf jeden Fall musste ich das auf diese Größe dann anpassen. Ich habe die Idee von Pinterest, da war das auf diese großen Kalender ausgelegt und ich habe das so gemacht, dass ich mir das erstmal ausprobiert habe und dass ich diesen Stern, nenne ich es jetzt einfach mal, nenne es mal Kalenderstern, dass ich diesen erstmal als Probe gebastelt habe. Und wie gesagt, die Maße musste ich mir abwandeln. Ich zeige euch mal dieses schöne Teilchen. Ihr braucht doch nur einen Bogen 30x30 Cardstock. Und dann müsste das eigentlich funktionieren. Also ihr könnt das auch mit A4 machen, aber ich glaube, da kriegt ihr nicht drei Streifen raus. Also, es ist auf jeden Fall dieses kleine Scheißerchen hier. Ich habe das schön dekoriert schon. Ja, und wie gesagt, ich habe es halt angepasst. Ne? Und das wollte ich euch jetzt nur noch zeigen. Am Ende des Videos erkläre ich euch das wieder ein bisschen besser noch, was ich da gemacht habe. Ja, und damit wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen und dann starten wir jetzt. So, wir starten jetzt einfach mal mit dem Basteln. Und zwar braucht ihr einfach ein Stück Farbkarton. Ich habe jetzt welches vom Teddy. Und zwar ist das beidseitig bedruckt, aber das sieht man dann nicht mehr. Ihr müsst euch nur für eine Seite entscheiden, die ihr später vorne haben möchtet. Ihr könntet auch ein A4 Farbkarton nehmen, aber ich finde, mit dem geht es besser. Auf jeden Fall braucht ihr 3 Stücken Farbkarton. In den Maßen 24 x 8,5. Dazu schneide ich jetzt persönlich einfach hier überall die 8,5 runter. Von dem 30 Papier halt. Schauen wir mal. Das sind 6,5. Oh je, und ich bin hier verschnitten. Ach, kann ja leicht passieren, ne? Also immer noch. Es tut mir sehr leid für das schlechte Licht, aber draußen geht die Welt unter. Ich habe, also das ist jetzt unser Winterlicht. Ich kann es nicht ändern. Ich werde mal gucken. Also
Also sonst müsstet ihr halt auf die Videos verzichten. Das ist halt so. Also ich habe auch keine andere Lichtquelle mehr irgendwo, die ich noch irgendwie verwenden könnte. Und deswegen, ich habe schon eine große Lampe. Ich habe meine Schreibtischlampe. Ich habe also alle Lampen an, die ich habe. Aber wie gesagt, ein bisschen Tageslicht. Das ist auch für die Fotos schöner später. Wenn man Fotos macht von seinen Sachen, ist Tageslicht immer besser. Naja, ist egal. Auf jeden Fall falzen mir jetzt alle drei gleich. Ne? Das sind jetzt die drei Stück Cardstock. 8,5 x 24 cm. Und das falzen wir alle auf der langen Seite natürlich bei 6 x 12 und bei 18. Weil in der 24 geht die 6 ja 4 mal rein. Und ich brauche hier solche 4 solche Unterteilungen. Und das machen wir jetzt mit den anderen auch. Ja, das war es dann streng genommen mit der Falzarbeit schon. Wir tun das jetzt einfach alles falzen. Und zwar, ich möchte jetzt lila oben haben. Für euch ist das jetzt vielleicht, ich hoffe, nicht zu kompliziert. Ich möchte jetzt lila oben haben. Am besten ihr nehmt den Cardstock, der nicht zweiseitig ist. Ich muss jetzt hier halt einfach darauf achten, dass ich das richtig mache. Aber natürlich, das muss eine Berg, das muss ein Berg werden. Mitte Berg. Und die falten wir dann einfach hoch. Und auf der anderen Seite genau das gleiche. Entsteht so ein Ding. Na? Wie gesagt, wenn ihr keinen doppelfarbigen Cardstock habt, ich habe jetzt gerade nur das genommen, weil ich denke, man sieht die innere Farbe dann nämlich nicht mehr. Und deswegen habe ich das jetzt genommen, weil sonst kann ich mit so zweifarbigen, vor allen Dingen, wenn auf der einen Seite grün, auf der anderen lila ist, kann ich damit eigentlich nicht so viel anfangen. Ich finde den aber von der Grammatur ganz gut. Und von daher, ich zeige es einfach nochmal. Also, das ist ganz normal. Und das dann einfach da in die Richtung und da in die Richtung. Wenn das nicht ganz gerade ist übrigens, macht das nicht so viel, weil wir das jetzt am Ende ja sowieso so zusammensetzen müssen. Und da sage ich euch einfach, was wir beachten müssen, weil ich habe nämlich das bei meinem ersten Mal, habe ich das total falsch gemacht und habe das sogar weggeschmissen. Also mein Probestück war richtig, das hatte ich aber in der Größe gemacht, wie ich es auf Pinterest gesehen habe. Und mein zweites Stück, wo ich das schon angepasst hatte von den Maßen her, das zweite Stück habe ich dann schon falsch zusammengeklebt. Also, und zwar macht ihr jetzt Kleber. Und zwar auf allen drei Sachen. Wir machen jetzt Kleber hier innen, damit man das zusammenkleben kann. Und dann kommt hier und hier Kleber drauf, damit da so ein Ding entsteht. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. So, auf keinen Fall irgendwas anderes zusammenkleben, ne? Weil ich habe nämlich aus Versehen was anderes zusammengeklebt gehabt. So und so. Und dann habt ihr nämlich da so 6 abstehende Dinger. So muss es am Ende aussehen. Ich würde einfach mal vorschlagen, dass ich die ersten Schritte mit euch zusammenklebe. Ich nehme jetzt auch, ich glaube, einfach nur flüssigen, weil das geht für mich jetzt am schnellsten. Ich habe auch eine Klammer hier. So. Ich weiß auch nicht, was ich da am Anfang falsch gemacht habe. Irgendwie war ich da ein bisschen falsch gepolt oder so, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es da so gut geht. So. Dann machen wir das wieder auf. Ihr könnt auch, das mache ich ja auch immer gerne, so eine Mischung aus aus Klebestreifen und Flüssigkleber nehmen. Denn der Klebestreifen, der klebt ja sofort und der Flüssigkleber brauchte man welchen zum Anziehen und so muss man es aber nicht die ganze Zeit festhalten. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich aber jetzt auf die zwei Seiten zum Beispiel das so mache, dann klebe ich meistens auf die hier bloß noch einen Streifen in die Mitte, damit sich das nicht so überlappt. Weil überlappen heißt ja immer so dicker oder so, ne? So, es ist natürlich wichtig, das, was man hier dran macht, das auch schon präpariert zu haben. Also wir präparieren jetzt einfach mal alle. Mit alle meine ich, es muss hier in die Mitte ein Streifenkleber. Oder ihr macht Flüssigkleber, das ist euch überlassen. Ist auch egal, welche Seite ihr nehmt, habt ihr eine Seite mit Kleber.
So. Und so. So muss es aussehen. Da muss geklebt werden. Damit das dann so aussieht. Und wie gesagt, am besten alle drei präparieren, damit ihr das schon so zusammensetzen könnt. Nicht, dass ihr einfach nur zwei zusammenklebt, dann habt ihr nämlich zu wenig für die Kalender. Das ist auch klar. Also ich denke mal, dass das eigentlich ganz logisch ist. Und es ist auch ein etwas leichteres Projekt, finde ich jetzt. Ich habe es jetzt ja nur immer verhauen schon, weil ich da nicht aufgepasst habe. Aber es ist an sich ein ganz einfaches Projekt und es sollte nicht so schwierig sein, das auszuführen. Also ich habe gedacht, so zum Anfang des Jahres kann man ja mal ein etwas leichteres Projekt machen. Wie gesagt, ich habe das auf Pinterest gesehen, wie für diese Kalender, die man so kaufen kann. Und ich habe euch ja schon gezeigt, was für Kalender ich nehme. So, jetzt mache ich hier bei meinem ersten Teil, was ich schon zusammengeklebt habe. Am besten ihr klebt das auch schon. Ist das nämlich auch weg und dann hält das schon mal. Also meine Kleber sind es auch fast alle, ne? Wie gesagt, dann ist das schon passiert und das klebt dann schon. So. Rubbel da richtig mit dem Falzbein drüber, dass dann nichts passieren kann. Und dann denke ich, ist das eigentlich eine coole Sache. So, weil ich brauchte noch irgendwas, was ich machen kann, verschenken kann, verschicken kann, wie auch immer. Was man halt, wo ich denke, im Januar kann man das schon noch machen. So einen Kalender verschenken, weil da hat er das ja erst angefangen. So, jetzt habt ihr diese drei Sachen, ne? Die sehen jetzt alle gleich aus. Ich habe jetzt nur diese Teile innen zusammengeklebt. Und dann ja, dann machen wir das so. Nehmen wir sich zwei. Hier mache ich jetzt auch noch ein bisschen Flüssigkleber dazwischen. Und an die Ecken, dass nichts aufgehen kann. Und dann schiebe ich das einfach so zusammen. Also lasst euch jetzt nicht täuschen, dass ich das jetzt so zusammenschiebe. Das geht ja hier nochmal auf. Hier muss ja noch was dazwischen. Aber zum Ranlegen, wo es hin muss, dass ihr wie eine Art Skala habt, dass ihr wisst, wo es lang geht, ist das schon cooler so. So, jetzt sucht ihr euch das offene. Das ist ja hier. Das kann man dann auch mal so richtig nochmal umdrücken und machen und tun. So, wenn ihr das jetzt richtig gemacht habt, könnt ihr jetzt hier. Also wenn ich ein bisschen ordentlicher gearbeitet hätte, wäre das natürlich auch gut gewesen. Ja, da hätte ich jetzt auch eine solche Hügel dazwischen. Ich schiebe das jetzt hier einfach ran, dass es sich schließen lässt quasi. Ich habe jetzt natürlich hier so eine Lücke. Eben, einfach ordentlicher arbeiten wie ich. Ich wollte euch nur zeigen, wie das ungefähr aussehen kann. Wenn das zusammengeklebt ist, kann das natürlich sein, dass das dann ordentlich aussieht, ne? Also ich drücke das dann so an, dass das dann so bleibt. Ich mache das an, was wir jetzt gerade geklebt haben. Dann ist das so ein kleiner Stern und ich finde das eigentlich eine sehr schöne Sache, weil das steht ja von alleine und man muss es dann immer nur drehen, also in Sichtweite oder so. Also es ist vielleicht nicht jedermanns Sache, genau, man hätte es können auch anders herankleben, indem man es nebeneinander legt. Das habe ich jetzt nicht gemacht, das ist jetzt freie Schnauze entstanden. War jetzt auch eine kurz entschlossene Entscheidung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte mal wieder Bock, ein Video zu drehen. Und wollte euch aber, also Rolls zeige ich euch ja sowieso keine. Und wollte euch aber nicht zeigen damit, dass ich mir den Semifilmplaner gekauft habe oder, ja, keine Ahnung. Ich wollte euch einfach mit so einem Scheiß mitnerven und dann habe ich gedacht, okay, dann machen wir halt sowas. So. Dann sollte das eigentlich. Solche Lücken übrigens sind ganz gut, weil so. Okay, also man sieht jetzt hier oben, eigentlich sieht man es nicht mehr. So, ist cool. So sieht das jetzt aus. Jetzt, ihr Lieben, braucht ihr 12 Stücken Designpapier
Und zwar, wenn ihr solchen Abstand haben wollt wie ich, braucht ihr 5,5 x 8 cm. Und ich würde euch empfehlen, das Designpapier hier flach zu gestalten und dann da aufzukleben. Weil sonst, keine Ahnung. Achso, was ihr noch braucht, ist so ein Kalender, ne? Und zwar gibt es da, wenn man ein bisschen googelt, ich habe gegoogelt, wenn man ein bisschen googelt nach Kalenderseiten oder so, findet man solche PDF-Dateien zum Ausdrucken. Ich werde mal schauen, ob ich euch das verlinken kann. Ansonsten müsst ihr das einfach selber suchen. Man kann das dann noch ganz einfach anpassen, weil wie gesagt, ich habe das dann so angepasst, dass das nicht so verloren aussieht, weil die eigentliche Seite, die war 10 cm lang für diese großen Kalender. Und ich habe jetzt nur den kleinen gefunden und ich habe gedacht, okay, dann ist es halt süß und klein, ne? Eben, und wegen der Gestaltung würde ich einfach empfehlen, wenn ihr DSP nehmen wollt, dann einfach vorher gestalten. So, ich werde das jetzt mal dekorieren und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und entstanden ist dieses kleine Scheißerchen hier. Ja, ich habe das alles mit Lawnfarn gemacht. Ich hatte ganz, ganz viele Sachen koloriert. Ich habe das einfach so genommen. Was ich genommen habe, das DSP, das ist MFT. MFT, das ist ein neues. Das ist dieses My Your Crafty Happy Place Over the Rainbow. Das ist ein neues. Leider war ich am Anfang etwas fehlgeleitet. Ich habe hier am Anfang mein ganzes DSP zerschnitten, weil ich statt 5,5 nur 5 cm genommen habe. Und ja, das hat sich gerecht, indem ich jetzt einen Haufen Streifen übrig habe. Ja, toll. Die Restekiste freut sich. Nein, ich habe keine Restekiste. Aber ja, ich habe das jetzt auf jeden Fall dann einfach mal so aufgeräumt. Ja, also die Lawnfarn-Sets, die ich hier genommen habe, ist Simply Celebrate Winter und Winter Village. Ja, wie gesagt, ich habe das dann ja einfach so aufgeklebt. Das geht gut. Also das, wie gesagt, ich habe es aber gemacht, als es alles schon klebte. Also ich hatte ganz erst am Anfang das DSP da drauf geklebt und das mache ich nicht mehr. Ja. Okay, und dann haben wir hier Unknown und Tree Before and After. Ja, die Fairies, ne? Die finde ich ja immer noch so toll, die Fairies. So, dann haben wir hier mal Beam Me Up und Tree Before and After. Und das ist halt schön bunt, ne? Es sind auch genug Blätter in dem Block, dass man von jedem Blatt halt eins nehmen kann, ne? Also es sind 24 Designs. 24 Blätter und 12 Designs, genau. Und von den 12 Designs kann man halt jedes Mal eins nehmen. So, das ist hier Wild for You und Spooky Village und Tree Before and Afters. Nur falls ihr es wissen wollt, welches Set ich genommen habe. Hier wieder, das ist Simply Celebrate Winter und Yeti or Not. Ja, das ist es auch schon. Dieses kleine Scheißerchen ist entstanden. Ich finde es total cool. Ja, und ja, ich hoffe, ihr freut euch und ihr macht das mal vielleicht eventuell oder habt da Bock drauf, das zu basteln. Das geht schnell, das ist schön. Ist eine nette Geschenkidee, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und man kann das auch zusammenklappen. Also man kann zusammenklappen, ist gut gesagt. Also man könnte es jetzt so verschicken. Und wenn diejenige das dann auspackt, kann sie es aufstellen. Oder würde ich das fast sagen. Also das geht. Also das geht schon. Ne? Ist ein bisschen Spannung drauf, aber das geht. So, und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.